Oh hey! Alle, die keinen Bock mehr haben auf was auch immer das für ein Scheissdreck ist, habe ich mir jetzt ein neues Game gekauft. Aber was für eins? Keine Ach! Nochmal so ein scheiß Update. Jetzt aber richtig! Der Scheissdreck! Jetzt aber richtig! Ah ja, und aus irgendeinem Grund bin ich auf die Idee gekommen, dass jedes Mal, wenn ich Schaden nehme, das Game wechselt. Und dazu kommt noch der Fakt, dass ich noch keins von diesen Games richtig gespielt habe, außer Super Mario Galaxy, obwohl ich glaube, dass Super Mario Galaxy 2 war, obwohl ich mir da gar nicht mehr so sicher bin. Auf jeden Fall habe ich schon mal Super Mario 64 DS gespielt. Es gibt sogar ein Let's Play auf meinem Kanal, das ist allerdings auf Privat gestellt, weil es so scheiße war. It's me, Mario! Hallo! Wow, man kann an seiner Nase ziehen! Wie innovativ! Mims. Hey Mario, wie wär's, wenn du und ich uns heute Nachmittag treffen? Ich hab dir auch einen Kuchen gemacht. Falls jemand eine dämonische Lache bestellen will, 411. Wer sich tatsächlich dafür interessiert, wie das Game abläuft oder aussieht, soll sich einfach das Let's Play davon anschauen. Ich überskippe jetzt mal den Teil. Und unser Held ist... Natürlich der Mario, was an ihr denn denkt. Und das Mal ist er sogar allein. Wer weiss, was das für eine Referenz war, schreibt es in den Kommentaren. Der Kommentar kommt ein Herz von mir über. Was bei mir ja so selten vorkommt. Wow, das ist zum Glück überhaupt nicht schwierig, sich an diese Steuerung zu gewöhnen. Bin ich eigentlich der Einzige, der das Gefühl hat, dass Nintendo ein paar Leute darauf angesetzt hat, Glitches in dem 23-jährigen Game zu patchen. Ich meine nicht, dass ich jemals gut gewesen wäre, in Glitches zu finden, aber ich würde es nicht zutrauen. Kann mir bitte irgendjemand erklären, was der Unterschied von einem Hecht zu einem Kicksprung ist? Bei mir passiert es einfach zufällig wie das eine oder das andere. Würdest du bitte mal mit dem Scheissack aufhören? Bonk! Wow, ich habe mich schon super an die Steuerung gewöhnt. Ich werde da bestimmt nicht runterfallen. Und da wäre es jetzt vielleicht hilfreich gewesen, zu wissen, wie man einen Kicksprung macht. Gut, man könnte auch vielleicht einfach mal googlen. Ach ja, ich hüpfe da ganz geschillt rum. Ich bin mir sicher, der Goomba wird mich nicht... Zeit für Super Mario Sunshine! Ja, der Sound kommt jedes Mal, wenn man das Game wechselt. Super Mario Sunshine! Also das Game sieht sonst schon genial aus, aber jetzt! Ich komme bestimmt keinen Strike über für das! Ja, das sind halt die teuersten Witze im Leben. Oh nein, was ist das? Oh Mario, hast du das auch gesehen? Oh Toadsworth! Hast du es jemand gesehen? Wer kommt auf so einen Scheiss da mit Toadsworth? Falls jemand komische Stöhngrüße bestellen will, 411. Oh nein, dein Fleischwort mit Delfin! Lieber als ein Totenkopf! Super Mario Sunshine! Ich weiss, ihr habt es jetzt schon genug oft gehört, aber es passt einfach zu gut. Achtung, es kommt, Achtung! Achtung, es kommt! Oh nein! Du bist damit blockiert! Wer sich tatsächlich dafür interessiert, wie das Game abläuft oder aussieht, soll sich einfach das Let's Play davon anschauen. Ich überskippe jetzt mal den Teil. Hallo, Mario. Ich bin dein neuer, hochintelligenter Roboter ausgestattet. Moment, was soll ich jetzt sagen? Wolltest du mir das Tutorial nochmal erklären? Natürlich! Das Game hat wohl an der Olivia-Schule studiert. Wie wär's mit Runde 3? Aber natürlich! Im Gegensatz zu der Olivia kann man da wenigstens Nein sagen. Und entweder liest du daran, dass ich schon seit Monaten nicht mehr mit Controller gespielt haben oder ich bin echt fucking scheiße geworden. Ah, was ist das? Und das Zeug kommt einfach wieder aus dem Boden. Okay, werden wir mal nicht hinterfragen. Ich riskiere gerade aktiv meine Monetarisierung. Da siehst du mal, was ich alles für euch mache, hä? Aber mit einem einzelnen Like wäre schon wieder geholfen. Helfen Sie jetzt bedürftigen YouTuber auf der Suche nach Likes. Jede Spende hilft. Ja, jede. Darum zerstören Sie den Like-Button. Obwohl, nein, weißt du was? Ich will nicht, dass sich irgendjemand wehtut. Darum drücken einfach ganz leicht und sanft. Sorge einfach dafür, dass er die Farbe hat von dem rechten Palma. Ich habe nie kapiert, warum das Feiste so komisch unten rechts in den Rücken ist. Bla bla bla, komm auf den Punkt! Hey, willst du das Ganze nochmal hören? Ein wahrer Gamer kennt nur eine Antwort auf diese Frage. Nein, ich bin überhaupt nicht zu dramatisch. Los! Okay, ich habe gerade einen neuen Lieblingsmove entdeckt. Oh hey, Peach, ich bin mir sicher, dass du nachher nicht entführt wirst. Oh hi, Toadsworth. Okay, dann hat es ein Viech. Ich chill da einfach nur. Ich habe dem nichts da. Oh, you bit me. Oh, you bit my toe. Oh, my poor toe, that's not fair. I didn't try and hurt you, you know, did I? Das ist der beste Synchronsprecher auf dieser ganzen weiten Welt. Zeit für Super Mario Galaxy. Bewegungssteuerung.
die war ja damals noch nicht genug schlimm gewesen. Also starten wir in das wunderbare Abenteuer im Weltall los! Mein armes Mikrofon. Nicht schon wieder! Peach, hör endlich auf, Brief zu schreiben, das kommt nicht gut raus! So, jetzt wissen es meine Nachbarn auch. Schaffen wir es echt durch das Spiel durchzukommen, ohne Schaden zu nehmen? Wer sich tatsächlich dafür interessiert, wie das Game abläuft oder aussieht, soll sich einfach das Let's Play davon anschauen. Ich überskippe jetzt mal Detail. Wow, es gibt zwar Gravitation, dafür ist der Dreisprung so ziemlich das einzige Ausgefallene, was man machen kann. Nur schon zur Info, ich bin ein extremer Fan von extensiven Movements. Und da keiner von euch weiss, was extensiv bedeutet, da eine Definition. Und da keiner von euch weiss, was Definition bedeutet, da eine Bestimmung. Moment, was ist jetzt passiert? Oh, der Bowser greift mal wieder an. Okay, gut. Hey, es ist nichts Gefährliches, es ist nur der Bowser, der wieder mal durchtrillt. So, jetzt wissen es meine Nachbarn auch. Aber oh nein! Das Mal ist es anders und er hat das UFO geholt. Und damit entführt er das ganze Schloss und fliegt in den Weltraum. Und oh nein! Ich habe gerade wirklich mein Mikrofon sterben gehört. Jetzt, wenn ich einfach mal mein anderes Mikrofon brauchen würde. Überhaupt nicht zum Kotzen. Auch genial, bis die erste Hälfte von meinem Take gar nicht erst aufnimmt. Wie können die alle im Weltraum aussen schnaufen? Und warum kann der Mario in 2D-Games unendlich lang unter Wasser sein und in 3D-Games verreckt er nach 40 Sekunden oder so? Fast sind 32. Obwohl, wenn ich mir es genau überlege, habe ich keine Chance blimmer, wer das die Marie ist. Marie, es liegt ein toter Fisch im Wasser. Oder besser gesagt, der Mario, weil ich auch nicht wie lange er unter Wasser bleiben kann. Wow, ich bin mein ganzes Leben falsch gelegen. Anscheinend heisst es Schauki, es liegt ein toter Fisch im Wasser. Wow, es wundert mich wirklich, dass wenn ich die ganze Zeit vom Thema schweife, dass keine Sau mehr Bock hat, meine Videos zu schauen. Dann müssen es halt Menschen schauen. Guten Morgen! Willkommen im fucking Weltall! Puff, ein wunderschönes Häsli, wow! Ich werde bestimmt nicht viel zu lang brauchen, um die drei zu finden. Marie, ich habe Nummer 1! Beziehungsweise der Marie hat Nummer 1. Zeitungsartikel sind verwirrend. Okay, das ist mal ein ziemlich geiler, aber auch interessanter Glitch. Ja, yep, ich befürchte, wir sind jetzt verdammt bis auf alle Ewigkeit auf diesen komischen Teilen rumzuhopsen. Nicht, dass wir nicht wieder runter könnten, aber es ist einfach zu geil. Bevor ich euch Nummer 2 zeige, würde ich euch schnell vor Augen führen, wie verloren ich auf dem Planet bin. Der Grund, warum ich meine Musik so ins Mikrofon hineinstöhne, liegt darin, dass ich keinen Bock auf Copyright-Claims habe. Gut, bei Fluffing a Duck wäre das jetzt nicht unbedingt notwendig, aber irgendwie muss man ja konsistent bleiben, oder? Marie! Okay, weißt du was, ich lade Marie Schiessdreck. Und endlich haben wir es Nummer 3. Ich komme jetzt in die Schokofabrik rüber, oder? Nein? Nur die Rosalina? Okay. Falls jemand komische, nachgestöhnte Lieder bestellen will, 411. Sehr nett von dir, Rosalina, aber kann ich jetzt bitte weitermachen? Jabba-dabba-du! I believe I can fly. I still believe I can fly. Ja, schau mal die beiden Gumbas da tun. Ich bin mir sicher, dass keiner von denen... Also gehen wir wieder zurück zu Super Mario 64! Im nächsten Mal! Falls euch das Video gefallen hat, dann empfehlen einfach Autos und dann sagen den Besitzer, dass sie ihr Auto nur zugebekommen, wenn sie mich abonnieren. Und falls das nicht geht, könnt ihr auch einfach ein Like da lassen, das geht auch. Und falls das Video nicht gefallen hat, dann verpiss und einen schönen! Oh, you bit me. Oh, you bit my toe. Oh, my poor toe, that's not fair. I didn't try and hurt you, you know, did I? Oh, you bit me. Oh, you bit my toe. Oh, my poor toe, that's not fair. I didn't try and hurt you, you know, did I?